Ja, vielen Dank, sehr geehrte Senatorin, sehr geehrter Staatssekretär Bunde, Mark Brierlief, thank you very much for inspiration, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Zeit ist ja ein bisschen vorangeschritten und nach dem, was die Senatorinnen hier uns schon vorgestellt haben und auch was mit Ihnen im Diskurs schon erarbeitet worden ist, habe ich so ein Gefühl zu sagen, eigentlich könnte ich meinen Vortrag kürzen und einfach sagen, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Aber da ich mich ein bisschen vorbereitet habe und ich so ein bisschen auch nochmal Impulsgeber sein soll, vielleicht kann ich auch ein bisschen Inspiration in Ihre Köpfe bringen. Ich soll Sie ja animieren für die drei Foren, die jetzt kommen, auf die Sie schon alle warten. Werde ich es jetzt ein bisschen im Schnelldurchlauf machen, aber trotzdem meinen Vortrag hier versuchen. So, wir haben ja so einen Pointer, sehr gut. Also, Titel ist Wirtschaft, Berlin verändert sich. Da mache ich einen kleinen Rückblick, aber nur ganz kurz. Raum, die Anforderungen, die die Wirtschaft an den Raum hat, die Anforderungen wachsen. Und dann natürlich, und das soll dann sozusagen Anregung sein für die drei Foren, das Thema Handlungsbedarf ist. Also, erster Punkt, Berlin, die Wirtschaft verändert sich. Auch hier ein kleiner Exkurs, ein Blick zurück in den Rückspiegel, aber natürlich nur, um zu überholen. Wir sind ja an einem sehr traditionellen Standort, Frau Lomscher hat schon beschrieben, hier sehen Sie links die berühmte Lokomotive von Borsig, 1857, einer Zeit der Industrialisierung, 1870 so ungefähr, aber auch in einer Zeit der Elektrifizierung, denn dieser Standort hier, AEG, Emiratenau, Freiherr von Siemens, waren ja in einem guten Wettbewerb um die besten Ideen, wenn es um elektrische Dinge ging. Auch eine gute Zeit der Elektrifizierung der Welt, die von hier aus ausging. Warum ist das so wichtig im Blick zurück? Weil damals auch sehr wichtig war für die Entwicklung der Wirtschaft in Berlin, dass die öffentlichen Infrastrukturen gebaut würden, schnell und elektrisch. Die erste Ringbahn, die erste U-Bahn, die ersten Straßenbahnen fuhren in Berlin. Natürlich haben wir ein bisschen anders als in London noch besonders unter Krieg und Zerstörung und Teilung gelitten. Dieses Foto hier, also der Schornstein hinter der Mauer, soll das versinnbildlichen. Warum ist das für uns wichtig im Rückblick? Weil wir halt feststellen müssen, dass wir eine besondere Wirtschaftsstruktur in Berlin haben. Über 95% unserer Mitgliedsunternehmen in Berlin sind mittelständig geprägt. Wir sind leider, so möchte ich sagen, an der Stelle auch nicht London, wo von 500 der größten europäischen Unternehmen 100 allein in London ansässig sind. Hier so ein schönes Bild, wie ich finde, und dann kommen wir auch schon sozusagen zur Gegenwart. Auf der linken Seite sehen Sie den ersten O-Bus der Welt, der fuhr hier in Berlin in Halensee auf einer Teststrecke. Und auf der rechten Seite sehen Sie einen von vier Elektrobussen in dieser Stadt. Er steht jetzt hier auf dem Betriebshof, aber sie fahren auch immer öfter. Und wir hoffen auch, dass wir sozusagen von diesem Thema Pionier zu sein in bestimmten Dingen über das Thema Aufholen und vielleicht bei anderen Themen auch wieder zum Thema Pionier sein in Berlin kommen. Nur ein paar Zahlen, ich mache das ganz schnell. Die Senatorinnen haben beide das schon sehr viel zu gesagt, insbesondere auch Frau Popp natürlich als Wirtschaftssenatorin. Wir haben tatsächlich die tolle Situation, dass wir nicht nur Bevölkerungszuwachs haben in Berlin, sondern eben auch einen wirklichen wirtschaftlichen Aufschwung. Also es sind so die letzten 12 Jahre, 31,3%. Es wurde auch schon gesagt, wir sind besser als im Bundesdurchschnitt. Wir wissen alle, was Bundesdurchschnitt heißt. Wir müssen was aufholen. Aber wir haben einen tollen Lauf in den letzten 12 Jahren. Und zum Glück auch nicht nur sozusagen, was die Renditen und die Ertragskraft der Unternehmen betrifft, sondern auch das, was uns ja auch immer alle gleichermaßen interessiert, die Entwicklung von Arbeitskräften. Wir sind auch Gründerinnenhauptstadt. Ich würde an der Stelle sagen, es gibt auch den einen oder anderen Gründer dabei. Auch hier sind wir ganz weit vorne in Berlin. Das heißt, wir sind sozusagen, was das, und das schon der Saldo natürlich, also was sozusagen der Saldo betrifft aus Gewerbe an und Abmeldungen, Platz 1 inzwischen in Deutschland. Also viele positive Elemente, die wir nutzen können, um diese Stadt, um die Berlins Wirtschaft weiter voranzubringen. Was neben der schönen Situation, dass wir viel Geld haben für öffentliche Infrastruktur, dass wir jetzt investieren können, Frau Lomscher, und aber auch so ein bisschen Probleme haben, das Geld auf die Straße zu bringen, was uns besonders umtreibt in Berlin, und das ist nochmal wichtig für die Entwicklung von Berliner Standorten nachher, ist das Thema der Fachkräfte.
Wir haben tatsächlich ein Problem des zunehmenden Fachkräftemangels. Also wir haben heute schon 50.000 Fachkräfte, die fehlen. Und wir werden eine Verdreifachung dieser fehlenden Fachkräfte haben bis 2030, sagt jedenfalls unser Fachkräftemonitor. Wichtig an der Stelle ist, es sind natürlich insbesondere qualifizierte Fachkräfte, die wir benötigen. Und ich glaube, jeder kennt den nächsten Schritt, den nächsten logischen Satz. Diese qualifizierten Fachkräfte suchen halt immer die Nähe zur Urbanität, die Nähe einer quirligen Stadt. Und insofern ist es besonders wichtig, hier auf diesen Punkt hinzuweisen. Strukturwandel in der Berliner Wirtschaft, auch das haben die Senatorinnen schon beschrieben. Ich habe auch hier jetzt mal die letzten Dutzend Jahre mitgebracht, auch einfach um Ihnen auch noch mal zu zeigen, ja, etwas anders als in London. Auch hier haben in Berlin eine Entwicklung, die da heißt, der Anteil der Industrie des verarbeitenden Gewerbes geht etwas zurück und der Anteil der dienstleistenden Unternehmen steigt. Aber wenn Sie sich die beiden Kuchen mal anschauen, dann sehen Sie als erstes, dass der Kuchen größer geworden ist, was schön ist. Und Sie sehen auch, dass der Anteil der Produktion in Berlin halt nicht so dramatisch sinkt, wie man das ab und an in der einen oder anderen Zeitung vielleicht lesen mag oder wie man es auch vermuten mag, wenn man die eine oder andere schlechte Nachricht, was sozusagen Werkschließungen oder Abbau von Arbeitsplätzen in Berlin betrifft, liest oder hört. Ja, wir haben gerade im letzten Jahr ein Problem mit der Berliner Industrie dahingehend, dass die Anteile am Wachstum, also das sind hier die Umsatzzahlen, dass die Anteile am Wachstum in Berlin, was die verarbeitende Industrie betrifft, die verarbeitende Gewerbe betrifft, sozusagen rückläufig ist. Aber, und das ist mir besonders wichtig, und da kommen wir auch wieder auf die quirlige, offene, weltoffene, multifunktionale Stadt, aber die Industrie ist entscheidender Innovationstreiber in Berlin. Also wenn Sie sehen, welche F&E-Investitionen aus der Industrie heraus angestoßen werden und welche aus dem, ich sag mal, Dienstleistungsgewerbe kommen, dann sehen Sie hier genau einen anderen Kuchen. Hier ist nämlich der Anteil des Innovationstreibers Industrie der größere und der Dienstleistung betrifft kleiner. Warum sage ich das? Weil wir auch etwas anders als London immer noch einen Industrieanteil in Berlin haben von 17%. In London sind es, glaube ich, so 9 verarbeitendes Gewerbe. Ein Fund, mit dem vielleicht London wuchern würde, wenn es es noch hätte, wenn man eine andere Stadtentwicklung vielleicht hinter sich gehabt hätte in den letzten 20, 30 Jahren. Wir haben dieses Fund und es ist ganz klar, hier steht ein Mann der IHK. Ich kann nur dafür werben, genau dieses Fund weiter zu nutzen und klug und sorgsam damit umzugehen. Aber auch die Kreativwirtschaft in Berlin verändert sich, wird professioneller, wie dieses schöne Foto zeigt. Die allermeisten von Ihnen kennen das. Das hat auch etwas mit Professionalität und mit preislicher Entwicklung zu tun. Wichtig ist aber, dass insbesondere die Kreativwirtschaft auch, ich sag mal, was die Wertschöpfung in der Stadt betrifft, auch immer wichtiger wird, weil der Anteil derjenigen Menschen, die in der Kreativwirtschaft nicht am Rande der Selbstausbeutung wirken, sondern der Anteil der Unternehmen in der Kreativwirtschaft, die auch sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse gründen, nimmt auch in Berlin zu. Wir verlieren das eine nicht, würde ich sagen, aber wir kriegen eine Professionalisierung und bessere Arbeitsverhältnisse auch in der Kreativwirtschaft. Raum, die Anforderungen an den Standort wachsen. Eine These, die ist auch schon heute zu Beginn der Veranstaltung in den Raum gestellt worden, deswegen mache ich es kurz. Es ist wichtig zu wissen, ob das nur Industrie 4.0 heißt oder anders, dass wir einfach weltweit, in Europa insbesondere, aber auch in anderen Staaten der Welt, diesen Effekt haben, dass die Branchen sich immer mehr miteinander vermischen. Sie kennen das auch aus den klassischen Branchen, also ob Sie Einzelhandel und Gastronomie nehmen, das kann man schon gar nicht mehr trennen, ob Sie Onlinehandel oder stationären Handel nehmen, man kann das nicht trennen. Aber auch wenn Sie Industrie und die industrienahe Dienstleistung, Start-up-Unternehmen, Agenturen, Marktforschungsinstitute, Wirtschaftsprüfer nehmen, wenn Sie all diese Themen nehmen, die Dinge vermischen sich immer mehr, sind immer mehr voneinander abhängig. Eine neue Denke steckt da oft dahinter. Da wird in Use Cases, wie es so schön neudeutsch heißt, gedacht.
Und das führt am Ende dazu, dass wir komplexere Anforderungen haben an den Raum und an die einzelnen Standorte in Berlin. Ich habe Ihnen hier mal 3 Bilder mitgebracht, die sollen so ein bisschen symbolisch stehen für die 3 Foren, die sich gleich im Anschluss anschließen werden. Einmal dieses Foto am Wasser, also ein klassischer Industriestandort, also Produktion als Fundament der Berliner Wirtschaft, Berlin als produktive Stadt, traditionsreich, nicht nur in großen Gewerbegebieten, sondern auch oft in innerstädtischen eingestreuten Lagen an ganz unterschiedlichen Standorten. In der Mitte die Vielfalt, viele Bilder aus Ihrem Vortrag. Marc Rilli haben mich auch an die Kreuzberger, Neuköllner oder wie auch immer Berliner Mischung erinnert. Also die Vielfalt der Herausforderungen in den innenstädtischen Lagen, Kreuzberger Höfe, Hinterhöfe, hier ist ein Beispiel aus Kreuzberg, glaube ich, zu sehen, ist sozusagen das Forum 2, was Ihnen gleich zur Verfügung steht. Und der dritte Standort, das kennen Sie, das ist das ehemalige, was war es, Frau Lomscher, Konsumentwarenhaus? Zentrumwarenhaus am Ostbahnhof, was jetzt sozusagen umgewandelt wird in einen sogenannten IT-Campus, um das mal schön zu bezeichnen. Also Zalando geht da rein, das heißt, wir bekommen sozusagen Umnutzung von Gebäuden in Berlin, das ist dann das Forum 3. Jetzt kommen wir zu ein paar Zahlen nochmal, die mir wichtig sind. Bei der guten Entwicklung Berlins in der Wirtschaft, in der Bevölkerungsentwicklung müssen wir festhalten, gerade auch im Vergleich mit anderen Städten in Deutschland, dass wir, was den Anteil der Gewerbeflächen in Berlin betrifft, eine rückläufige Entwicklung haben, während wir in Hamburg beispielsweise eine positive Entwicklung haben. An der Stelle möchte ich nur einflechten, wir haben natürlich viel Fläche in der Stadt. Wenn wir über Gewerbefläche reden, meinen wir natürlich entwickelte Fläche, also geplante Fläche, schnell nutzbare Fläche, baureife Fläche. Ich glaube, da liegt die wirkliche Herausforderung, neben der Tatsache, dass wir natürlich auch einen guten Mix haben an Grünflächen, an Sportflächen und an Gewerbeflächen, den wir auch nicht verlieren wollen. Aber das eigentliche Problem, glaube ich, ist, dass wir die nutzbare Gewerbefläche in Berlin in ein vernünftiges Verhältnis wieder bringen müssen. Vielleicht ein kleiner Exkurs zum Thema Büroimmobilien, kann ich aber ganz kurz machen. Es ist halt tatsächlich so, dass wir in allen Wirtschaftsbereichen, ob das die Lagerei ist, ob das Dienstleistungsbetriebe, Agenturen sind, Autowerkstätten sind, ob das normale Bürogebäude sind, ob das produzierendes Gewerbe ist, ob es Handel ist, ob es Gastronomie ist, ob es Kitas sind, die ja auch oft geschäftlich betrieben werden, oder Hotels sind. Wir haben in allen Bereichen fast schon so ein Sold-out. Wir haben überall sehr geringe Leerstandsquoten. 2,1% ist etwas, was eigentlich sozusagen den normalen Umzugsverhalten von Gewerbetreibenden betrifft. Also wir haben wirklich in allen Bereichen, um das nochmal zu sagen, einen Bedarf an guten Lösungen. Das können Sie sich ja so ein bisschen selber erschließen. Worauf ich hinaus möchte ist, ich habe das bei den Fachkräften schon gesagt, die Nähe zur Stadt suchen, betone das hier nochmal bei der neuen Art von Produktion, bei der neuen Art von Gewerbe in der Stadt. Gerade auch in Berlin ist es so, dass diese Anforderungen an Standorte oft so einer Zwiebel gleichen müssen. Das heißt, wir brauchen irgendwie doch immer noch einen industriellen Kern in der Stadt oder an einzelnen Standorten. Ja, wenn Sie schon näher rücken, dann rede ich jetzt noch schneller. Also meine Botschaft an der Stelle soll nur sein, die Anforderungen werden immer komplexer. Wir müssen uns überlegen, bei all der Rasanz der Entwicklung und den Dingen, die wir nachzuholen haben, wie schaffen wir es, mit diesen komplexen Anforderungen umzugehen. Und jetzt komme ich schon so ein bisschen zum Thema Anregungen für die Foren. Nicht nur wünscht ihr was, ein paar Thesen, nicht nur von mir, sondern insbesondere von den Unternehmen, die in der Industrie- und Handelskammern in vielen Workshops und Ausschusssitzungen sich mit diesen Themen beschäftigen. Also Sie können da schon von ausgehen, dass das sozusagen auch Gewicht und Stimme hat, was ich Ihnen hier vortrage. Das eine ist, wir glauben ganz fest daran, dass wir die Standorte in Berlin genauer unter die Lupe nehmen müssen. Und wir meinen damit nicht nur die Zukunftsorte, wie diese in der Koalitionsvereinbarung beschrieben worden sind, sondern wir meinen viele Standorte mehr.
Diese Standorte haben unterschiedliche Voraussetzungen. Wir haben mal so eine Studie gemacht, müssen Sie sich nicht genauer anschauen, aber wir haben dann noch schon mal das Thema Marketing, Flächenverfügbarkeit und so weiter geguckt. Synonym dafür, dass wir für diese Standorte, dass wir sie genau unter die Lupe nehmen müssen, dass wir für diese Standorte auch konkrete Maßnahmenkataloge aufstellen müssen. Ein wichtiger Punkt, der ist heute noch nicht zur Sprache gekommen, der scheint mir besonders wichtig zu sein für die anschließende Diskussion. Das ist eine Folie aus dem alten Stadtentwicklungsplan, Sie haben schon gehört, 2011. Die Folie zeigt die Umzüge von Unternehmen innerhalb Berlins und auch nach Brandenburg. Die Umzüge, die Sie da sehen, sind alt, die Grafik ist alt, aber die Botschaft ist so wichtig wie nie. Wir brauchen sowohl für die Kreativwirtschaft, angefangen von der Clubszene, als auch für produzierendes Gewerbe, als auch für jedwede andere Gewerbetreibende in der Stadt, sichere Häfen in den jeweiligen Quadranten Berlins. Wir sagen mal Quadranten, Sie sehen die beiden Bundesstraßen, die teilen so ein bisschen die Stadt. Warum ist das so wichtig? Weil wir die Erfahrung haben aus den einzelnen Bezirken, dass Unternehmen sich, warum auch immer, verändern wollen oder verändern müssen. Und dann fragen die uns oder auch die Kollegen von Berlin-Partner, wohin denn eigentlich? Und wir können oft nicht mehr sagen, geht doch dahin, weil da ist ja vielleicht eine Fläche. Aber worauf es uns ankommt und den Unternehmen ankommt, ist zu sagen, da seid ihr für die nächsten 10 Jahre mit eurer Investition auch sicher. Also das meinen wir mit Flächenaktivierung in der Stadt. Also ausreichendes Flächenangebot, ich habe noch 3 Folien. Ausreichendes Flächenangebot vorhalten. Wichtig aus unserer Sicht, auch darüber zu diskutieren, wie verwenden wir die Kapazitäten der Bezirke in den Planungsämtern, auch im Ausgleich zwischen Wohnen und Gewerbeentwicklung. Wir brauchen Transparenz und ich sagte es schon, neue Flächen müssen baureif sein. Nutzungsmischung, hier auch mal ein Beispiel aus Berlin, wie man sozusagen Supermärkte mit Wohnungen zusammen integrieren kann. Da gibt es so ein paar Klassiker, Hochhausrahmenplan, auch für Gewerbe schnell machen. Also alles Dinge, wo wir sagen würden, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Wenn wir einzelne Standorte unter die Lupe nehmen, dann brauchen wir an diesen Standorten mehr professionelles Management. Und ich möchte an der Stelle sagen, weil wir sehr gut zusammenarbeiten mit dem Regionalmanagement hier und auch anderswo, eigentlich mit allen Regionalmanagements in dieser Stadt, ein Regionalmanagement erfüllt noch nicht die Funktion eines wirklichen Managements, wie wir sie aus Managementgesellschaften an anderen Standorten in der Stadt kommt. Es gehört ein Stück weit mehr dazu, Regionalmanagementmittel zu vergeben. Wir brauchen mehr professionelles Management für mehr Standorte in dieser Stadt. Und Sie sehen es, und London hat es uns auch gezeigt, wir setzen auf Kreativität. Gewerbestandorte sind mehr als Dach und Fläche. Wir wollen den Stadtentwicklungsplan gemeinsam weiterentwickeln. Von einem Sicherungskonzept, das war es nämlich vorwiegend in den letzten Jahren, weil die Stadt so war, wie sie damals war, zu einem Entwicklungskonzept. Da machen wir gerne mit. Was uns wichtig ist, und das wurde auch schon gesagt, und jetzt kommt meine letzte Folie. Was uns wichtig ist, dass das an einem Stadtentwicklungsplan Wirtschaft erarbeitet wird und gut vorgedacht und weiterentwickelt wird, dass das einen ganz engen Transmissionsriemen in die Berliner Bezirke braucht, dass wir es wirklich schaffen, das mit Bebauungsplänen und Gewerbeflächenkonzepten zu untersetzen. Das Beispiel, was wir immer vor uns hertragen in den letzten Jahren, ist dieses Gewerbeflächenentwicklungskonzept in Friedrichshain-Kreuzberg. Und Herr Ballhauser ist vorhin aufgestanden, hat etwas gesagt, was uns schon sehr wichtig ist und was in Richtung sichere Häfen und Planbarkeit geht. Wenn wir so ein professionelles Konzept haben, mit allen vor Ort abgestimmt, alle Standorte wurden besucht, alle Stakeholder dieser Stadt wurden eingebunden, die Ausschüsse in der BVV haben sich, der Stadtrat sitzt ja hier, haben sich damit beschäftigt. Wir haben es verabschiedet, Anfang des Jahres, 3 Monate später gibt es einen Beschluss, dass genau auf diesen Flächen dann bestimmte Wohncontainer für Flüchtlinge gebaut werden sollen. Also, natürlich ist es wichtig, Flüchtlinge in der Stadt, Geflüchtete in der Stadt zu integrieren. Genauso wichtig ist es aber aus unserer Sicht, dass wir das, was wir wirklich an Plänen erarbeiten, dann ein Stück weit auch ernst nehmen, um den Unternehmen sichere und innovative Standorte zu erhalten. Und das ist meine letzte Folie tatsächlich. Lassen Sie uns innovative und sichere Standorte entwickeln. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.